Oh, es ist wieder euer verrückter Toni Totschläger hier auf Toni Totschläger TV. Heute habe ich mir ausgedacht, das ist jetzt die 10. Online-Folge hier bei UFC. Und ich würde sagen, wir nehmen mal einfach an so einem Turnier hier teil, den Starter Cup. Da wir ja so Starter sind. Und gucken mal, was hier auf uns zukommt, auf jeden Fall. Ich will den wieder nehmen, den von eben, der war eigentlich ganz geil, oder? Also aus dem anderen Video, der hier, der hat irgendwie geballert. Ah, der hier ist auch miese auf jeden Fall. Egal, wir nehmen ihn ja. Der war schon Hammer. Möchtest du diesen Kämpfer auch? Du kannst den Kämpfer nach Beginn des Turniers nicht mehr wechseln. Ach so. Ja, egal, wir nehmen den. Scheiß drauf. Wir wollen den gar nicht wechseln. Wir müssen nicht den 97er Mutanten nehmen. Müssen wir nicht. Ich hoffe, wir fliegen hier nicht gleich raus, Alter. Das wäre richtig scheiße. Ja, jetzt wird uns hier ein Gegner gesucht. Und wir starten hier ins Spiel. Ja, mal gucken, was das Turnier für uns bereithält. Wir sind jetzt auf jeden Fall in der nächsten Liga in der Saison. Da dachte ich mir, gut, das haben wir geschafft. Wagen wir uns mal in die Turnierkämpfe. Das ist ja Wochenende. Und die sind offen. Das ist ja auf jeden Fall pervers. Das ballert doch, meine Freunde. Ein Schluck aus der Schlagringtasse, du weißt. Normal, ne? Ja. Als nächstes sehen wir einen Fight im Gegen Schwergewicht Junior dos Santos. zwischen Was der für ein Zinken hat, Julio Alter. Arcedo dos Santos und Die Fabricio Leute hier sind Romero richtige Lucas. Krüppelgeburten, ey. Das Sehen kann wir ich nur uns die immer wieder Kontrahenten betonen. in unserem Das ist Hauptkampf unglaublich. an, der Ah, gegenüber sind aber sitzt? beides Brasilianer. Mal gucken, was wir gegen den reißen können. Junior dos Santos Ich hoffe, dass er nicht so gut ist. Fabricio Verdum. Wir werden es Los sehen. geht's. Ja, Digga, komm her. Guter Leg Guter Kick. Hammer Legkick. Du abgewehrt. leckst, Junge, du leckst. Nein, du leckst nicht. Mach dir keine Sorgen. Schöner Deine Wurf auf den Internetverbindung ist Bauch. einigermaßen okay. Boah, hat er mir eine Dingsfaust gegeben, ey. Ja, den kriegt er Jetzt hier mal mal wieder. ein paar Kicks in deinen Körper. Der Der Ballstand weicht kommt gut aus, konkret ey. an. Starke Wir müssen uns vor Abwehr. seiner Faust in Acht nehmen. Oh nein, jetzt bringt er uns zu Boden. Nee, 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 mein Freund, so nicht. Jetzt noch nicht, Alter. Das ist noch ein bisschen früh für dich, oder? Boah, Alter. Wie er zuschlägt die ganze Zeit. Jetzt gebe ich dir. Ah, der ist gut, Alter. Es wird wenigstens mal ein geiler Kampf auf jeden Fall. Jetzt bin ich auch ein bisschen mehr drin als bei den anderen Videos. Ich nehme ja immer meistens drei Stück für euch auf. Der war gut, Alter. Kämpfe jetzt auch ein bisschen konzentrierter, ein bisschen vorsichtiger. Sehr schön, sehr schön. Immer schön auf den Körper. Nochmal ein Kick ins Gesicht. Bam. Ey, er hat die doch gar nicht abgewehrt gerade, Alter. Er versucht die ganze Zeit diese Faust bei uns anzubringen. Ey, nein, wieder zu spät. Er macht die ganze Zeit diese Scheiße, Alter. Egal, mach ruhig, gehört zum Spiel dazu, aber mit mir machst du den Scheiß nicht, ne? Kannst du vergessen. Bam. Und jetzt nach da. Schöner Uppercut hier. Durch die Deckung. Komm, noch einer. Ah, der spielt gut, Alter. Boah. Hat einen guten Konter gemacht gerade. Und jetzt, gib ihn. Oh, jetzt müssen wir aufpassen, Alter. Sein Schlag ist auf jeden Fall gefährlich. Bam. Da ist er uns voll in den Fuß gerannt. Das ist auf jeden Fall brutal. Noch mehr. Was denn, ne? Ja, ey. Junge, fang nicht so eine welche Faxen hier mit mir an. Sonst muss ich dich mal kurz mal hier zerreißen. Komm schon. Zack. Was ist jetzt los, hä? Kleiner Pisser.
Was ist jetzt los, hä? Bam. Du willst Positionswechsel? Wir können auch gerne mal deine Mutter von hinten missbrauchen, du kleiner Bastard. Dann mache ich mit ihr mal Positionswechsel. In dem Bett deines Vaters. Ah, ich weiß nicht. Er hat 2 Takedowns gemacht. Ich glaube, die Runde geht auf jeden Fall an ihn. Geiler erster Turnierkampf auf jeden Fall. Macht keine Faxen. Spielt vernünftig. Das sieht man auch direkt. Boah, meine Stimme, Alter. So hässlich, ne? Boah, da hat er uns gut eine gegeben, ey. Ah, da gab's auch Szenen, wo wir gut waren. Oh, die zeigen nur ihn, Alter. Seine Konter. Egal. Mal gucken. Ich hab mir jetzt gedacht, Alter, dass er hier ein bisschen... Bam. Bam. Sehr schön, sehr schön. Ziehen hier gleich noch einen. So. Oh Mann, ey, da bin ich schon wieder viel zu viel Risiko. Da bin ich schon wieder viel zu viel Risiko eingegangen. Kurz mal warten hier, Alter. Oh, da hat er uns mies getroffen gerade. Oh, jetzt hat er uns. Jetzt hat er uns. Jetzt hat er uns. Oh, da bin ich rot. Nein. Ne, K.O. sind wir noch nicht. K.O. sind wir noch nicht. Ey, block doch ab, Junge. Stoß den Wichser weg, Alter. Scheiße, Digga. Oh, wir haben keine Chance mehr. Sind wir K.O.? Er hat verdient gewonnen, auf jeden Fall. Scheiße, Mann. Oh, Mann, Alter. Einmal nicht aufgepasst. Aber der hat gut gekämpft, auf jeden Fall. Props an dich vom Totschläger-Kanal, auf jeden Fall. Ah, Kacke, Alter. Ich habe unsere Chancen eigentlich schon gesehen. Ergebnisse, erste Runde, Niederlage. Ja, will ich nicht sehen. Ah, gut gekämpft, Alter. Ah, der Typ ist anscheinend nicht so mein Fall. Diesmal hat er... Obwohl der ganz gut ist, ne? Aber irgendwie hat der diesmal gar nicht geballert. Wollen wir noch eine Runde machen? Ja, komm, wir machen noch eine Runde. Ausgeschieden. Du bist aus dem Turnier ausgeschieden. Ja, toll, Alter. Ja, gib her, Amateur Classic. Was? Du bist noch nicht für dieses qualifiziert. Für welche Turnier du Timer-Bereich entscheidest, sobald sich das Turnierfenster öffnet. Ach so. Ja. Das war's dann mit dem Turnier. Ja, dann starten wir hier einfach noch einen Fight. In der Saison. Ich habe ja gesagt, 2 Kämpfe gehen auf jeden Fall immer klar. Normal. Nur ich halte jetzt die Videos etwas kürzer, damit ich das schneller für euch hochladen kann. So habt ihr mehr zum Gucken, ist doch auf jeden Fall geiler. Also gibt's hier wieder doppelt. Ach so. Nee. Verändert sich nichts. Warum die Gewichtszahl, Alter? Gibt's denn in 2 verschiedenen Kilo? Gewichtsklassen, Alter. Ah, der war geil, den ich eben da hatte. Der Kickboxer. Ah, hier gibt's aber ihn ja wieder, Alter. Den liebe ich so. Nehme ich nochmal hier. Der macht richtig Bock zu kämpfen, Alter. Der hat so einen richtig eigenen Kampfstil, ne? Der ballert auf jeden Fall. Mit dem Gustafsson kann ich nicht kämpfen. Schon ein paar Mal probiert, ey. Weiß ich nicht. Mit dem komme ich einfach nicht klar. Es hat nichts damit zu tun, dass der 97er ist. Wenn ein Guter kommt, kann er mich auch da trotzdem besiegen, ne? Aber im Schwergewicht... Halbschwergewicht ist das, oder? Ich weiß gar nicht. Ja, Halbschwergewicht. Da feiere ich einfach den ja am meisten, weil... Keine Ahnung, den kann ich am besten spielen von denen, ne? Jo. Dann komm mal ran hier, Cousin. Wir sind auf jeden Fall bereit. Sind aus dem Turnier ausgeschieden, ey. Wir sind hungrig. Wollen hier unsere Fehler wieder gut machen, auf jeden Fall. Was ist mit ihm los, Alter? Er kloppt einfach die ganze Zeit drauf. Was macht der Typ da, Alter? Hab ich hier gleich mal eine Ohrfeige, Alter. Was macht er denn da, Alter? Und jetzt? Das gibt's doch nicht, Alter.
Junge! Wie kann das sein, Alter? Er kickt ganz Zeit. Kann uns da einfach so... Bam, Junge! Eiskalt, was ist los mit dir, du Haiwan, Junge? Er schlägt einfach komplett die ganze Zeit auf uns ein, Alter. Boom. In der Wiederholung sah das aber gay aus, ey. Dabei haben wir ihn richtig gut getroffen, ja, na. Mal, der Windhauch, ne, hat sein Genick gebrochen. Guck mal, das ist auf jeden Fall Bombe. Sehr schön, sehr schön. Sauber, wieder ein Sieg. Aber wenn man so dumm kämpft, ne? Wie kann man denn auf jemanden zurennen, Alter, und die ganze Zeit schlagen? Peilt er nicht ganz mit der Ausdauer wahrscheinlich. Ich brauchte nur abwarten, Alter, bis seine Ausdauer richtig am Arsch ist. Ein paar Mal zuschlagen und dann war der Typ einfach weg, ne? Gut, dann haben wir hier 3 Punkte, ja. Durchwachsene Folge, würde ich sagen. War, ja, der letzte Kampf war geil auf jeden Fall. Gegen Assassin's Emperor, Alter. Tonidotschläger Sieger, siehst du? Guck mal her, Chris Weidmann, Junge. Kack ich dir in den Hals, Mann. Alles klar, meine Freunde. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ihr wisst Bescheid, ne? Ich brauch den Text nicht wieder runterrattern, so. Ne? Abonnieren statt onanieren. Nicht immer bei YouPorn rumhängen. Nicht immer die Palme wedeln, so. Auch mal einfach auf den Abonnieren-Button drücken. Das wäre auf jeden Fall korrekt von euch. Ja. Und an alle Frauen hier auch zugucken, Alter. Ich liebe euch auf jeden Fall. Sexy Ladies in the house. Der Toni ist auf jeden Fall bereit, auf eure Nachrichten einzugehen. Ihr könnt euch gerne bei mir melden. Gut durchtrainierter Junge bin ich. Bin sehr romantisch. Schlag im Restaurant alles kaputt. Ist kein Problem. Ihr wisst Bescheid, ich komme zum Date mit dem Baseballschläger. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Toni dreht richtig durch. Haut rein. Brrr.